This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Hi, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ich knie jetzt hier mal, damit ihr so ein bisschen das Zelt seht, um das es sich hier heute dreht. Wir machen hier ein kleines Review. Harzwanderung. Wir haben hier ein Exped Orion 2 Extrem mit. Ja, dieses Zelt stand schon lange bei mir auf der Agenda. Ich wollte das immer haben. Ich schwankte zwischen zwei. Ich bin unter anderem ja auch sehr interessiert immer an Hilleberg-Zelten. Und es gibt zwei Zelte. Das Hilleberg Alak. Das ist die leichtere Version vom Steiker. Ein alter Sturmbunker von vielen erfahrenen Kajakern, von Winterwanderern immer gerne benutzt. Und da hat man dann eine etwas leichtere Version gebaut, das Alak. Und das eigentliche Pendant zum Alak ist das Exped Orion Extrem, weil die Abmaße, der Aufbau, das ist alles sehr, sehr ähnlich. Hilleberg benutzt so ein Clip-System, das heißt, ihr steckt die Stangen, die Bügel rein und dann klippt ihr das so langsam hoch. Exped hat Bandkanäle drin, also man schiebt die Stangen und richtet auf und zieht es dann hoch. Die Spannung, also mit einem Außenbügel noch drüber, und im Endeffekt kommen dabei die gleichen Zelte heraus. Man hat innen drin eine 1,25 m bzw. 1,30 m Kabine. In den neuen Versionen nächstes Jahr, soweit ich weiß, wird das Orion Extrem auch eine 1,30 m Kabine haben. Und das Orion hat massive Vorteile gegenüber dem Alak, weil es einfach höher ist. Man hat da drin mehr Raum, man hat dabei viele, viele coole Sachen drin. Es sind sehr viele kleine Gimmicks drin, die wirklich Spaß machen. Oben im Gearloft, da könnt ihr eure Socken oder sonst was, wenn ihr den in der Abseite kocht, wird das Zelt wärmer. Ihr könnt da drin Sachen trocknen, aufhängen
oder zu, ich habe ja gleich parat, könnt ihr oben reinlegen, die Taschenlampe reinlegen, das geht auch super gut und dann habt ihr so, strahlt sie nach unten, die Stirnlampe. Man hat ringsherum 4 dicke Taschen, sodass jeder, wenn man das mit 2 Leuten benutzt, das Zelt seinen Bereich hat, wo er seine Sachen reinstauen kann und griffbereit hat. Wir haben Abseiten, die sind wesentlich größer wie beim Alak. Größer als beim Alak. So. Du hast zur Seite fast 1 Meter. Das heißt, du kriegst ganz, ganz geräumig deinen Hund rein. In eine Abseite passt dein Hund rein, dein Gerödel, und du kannst sogar in einer Seite noch kochen. Also das heißt, für jeden Wanderer, der mit, wenn du das mit 2 Mann ein so ein Zelt benutzt, hat jeder an der Seite, in der Abseite reichlich Raum, um sein Gerödel zu verpacken, sich an- und auszuziehen, die Schuhe beiseite zu stellen, einen Kocher hinzustellen, sich zu essen zu machen und so weiter. Also es ist schon richtig gut. Expat ist sehr, sehr technisch. Man muss so als Vergleich, da wo ein Hilleberg einfach nur eine Schlaufe mit einem Zurgurt hat, ist bei Expat alles so mit Dyneema-Cords und Roll, so Kunststoffrollen an der Dyneema-Cord, um die Last wegzunehmen, damit sie nicht durchscheuert. Das kommt dann, passt dann genau in den Zeltherring. Eine schöne Sache, dass da so ein DRC Featherlight-Gestänge, das ist natürlich ein Standard in dieser Zeltklasse. Das ist alles auf ultra leicht getrimmt. Das ganze Zelt liegt im Fullpack. Also mal eben 3,4 Kilo. Ihr könnt das noch weiter runterrüsten, weil da ist sehr viel Ausrüstung dabei. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Reparaturset. Ihr habt hier allein überall Gestänge, Reparaturhülsen sind in den Bechern unten dabei, was ringsherum. Oben an den Lüftern, die Aufsteller sind auch Reparaturhülsen für das Gestänge. Also die haben schon, das ist alles sehr, sehr mit sehr viel Liebe und sehr viel Ingeniosität dabei gewesen. Die haben sich bei jedem kleinen Krempel haben sie sich viel, viel Gedanken gemacht. Das ist bei anderen Zeltherstellern nicht aus meiner Sicht mit nicht so viel Liebe versehen wie hier bei Expat. Das finde ich cool. Man muss dann natürlich für sich rausfinden, ob man das lieber ein bisschen einfacher haben will. Auf jeden Fall ist das alles eine Form, wie man etwas möglichst leicht mit viel Ausrüstung dabei umsetzen kann. Und das ist hier sehr gut geschehen. Raummäßig Innenzelt reicht aus für 2 Mann, 2 Matten. Die nächstes Jahr, die 1,30er Version, ist so, dass ihr wirklich eine Deluxe-Matte, eine große, breite Matte, 2 Stück ganz geschmeidig nebeneinander legen könnt. Wobei, die passen jetzt auch, die klemmt man einfach dann nebeneinander, dann hat man einen wie eine Zeltfläche innen drin, eine Matratzenfläche, die stramm drin ist. Das ist eigentlich auch cool. Die 5 cm machen das nur ein bisschen leichter, sodass es leichter reinflutscht. Ist ein absolutes Schlechtwetterzelt. Ist wirklich für Schlechtwetter, ist super sturmstabil. Da gibt es, wenn ihr mal googelt, wenn ihr bei YouTube guckt, vom Outdoor-Magazin, wie die das Ding vor einer Windmaschine halten. Und da hat das richtig was vor die Nase gekriegt. Eigentlich wollte ich euch noch ganz schöne Aufnahmen bieten von diesem Zelt. Wir haben schöne Drohnenaufnahmen gemacht und war ein teurer Spaß dieses Wochenende, war ein sehr teurer Spaß. Die Drohne ist dann von oben an der Klippe von der Windböe gepackt worden. Sie war nicht mehr einzufangen. Wir haben das letzte Signal, war weit 3 Kilometer irgendwo auf der anderen Seite von einem anderen Berg, über einen Berg rüber ist sie weggedriftet worden. Es waren starke Winde dann auf einmal da. Es war keine Chance, die irgendwie zu landen. Dann war Abbruch und dann war die Drohne weg. Wir sind dann noch gestern einen ganzen Tag gewandert in die Richtung, um in die Nähe des letzten Ortes der Koordinate zu kommen für die Drohne. Und
war ein sinnloses Unterfangen, wenn die es irgendwo dann in irgendeinem Wald runter und vielleicht wird die in 10 Jahren mal einen Waldarbeiter finden. Vielleicht schickt er mir die dann zurück. Dann habe ich die vielleicht noch so, naja, jetzt regnet das, die ist jetzt schon hin von dem Regen und so weiter. Das kann man vergessen. Also da haben wir mal eben 1.300 Euro in eine Wupper gesoppt. Naja, was gibt man nicht alles für euch her, damit man schöne Reviews macht. Aber es waren super geile Aufnahmen, wären das gewesen, von dem Zelt im Wind. Und das war da, wo wir stand, war nicht so ein starker Wind. Aber naja, was willst du machen? Also neue Drohne kaufen jetzt, ist angesagt. Ja, ne? Zu dem Thema. Aber ich muss sagen, die Höhe ist toll. Ihr habt hier nicht so einen geduckten Bunker. Und man muss das ja auch mal so sehen. Es gehen ja nicht nur Jungspunde wandern, es gehen ja auch Leute wandern, die mal ein bisschen älter werden. Und wenn du 30 Jahre schon geknechtet hast, dann merkst du das in vielen Bereichen, auch im Rücken. Und dann bist du einfach froh, wenn du oben ein bisschen Kopfraum hast. Ne? Max Headroom. Jo. Hast du da, da hast du richtig Kopfbereich, du kannst ganz aufrecht sitzen, auch 1,90 Meter Leute können da ganz entspannt aufrecht drin sitzen, ist obercool. Ja, das Orion, es gibt schon lange auf dem Markt und es wird behende immer weiter konstruiert und es wird immer besser, das Zelt. Und dieses Zelt ist schon cool. Für einen allein jetzt im Rucksack ist das natürlich ein bisschen viel Gewicht, 3,4 Kilo schleppe ich hier durch die Gegend. Weil ich auch das Review machen wollte mal für dieses Zelt. Aber passt ja auch. Wir haben genau das Wetter, was wir brauchen. Der Hund hat Platz, ich habe Platz. Wir können drin sitzen bei schlechtem Wetter zu zweit. Ich bin hier mit meinem Kumpel Stefan unterwegs. Der hat so eine Dackelgarage und da ist nichts mit 2 Mann drin sitzen. Abends, wenn es regnet, sind wir jetzt hier auf der sicheren Seite und dann kann man schön im Orion drin sitzen. Das ist cool. Für mich... Ja, eins der besten Allround-Zelte, wenn man das so nimmt. Man kann es wirklich alles mit abdecken. Also das ist cool. Und bei verhältnismäßig geringem Gewicht. Ne? Man kann natürlich mit leichteren, kleineren Zelten kommt man natürlich als Alleinwanderer besser klar. Bloß sobald man zu zweit unterwegs ist, sind wir hier schon wieder nur bei 1,6, 1,7 Kilo pro Mann. Der andere nimmt dann den Kocher, nimmt dann ein bisschen mehr Fressalien. Und dann ist man eigentlich pari wieder und dann ist das nämlich Leichtgewicht. Und das ist cool. Jo, bevor ich jetzt euch noch totsabbel, will ich mal sagen, Daumen hoch für die Bude da. Und danke fürs Schauen hier aus dem verregneten Harz zu euch in die warmen Wohnzimmer. Bis denn, tschüss. Ja, geodätisch, man kann es durch die Gegend tragen, ist selbststehend. Großer Vorteil von dem Zelt. Auch noch mal eben so eingeworfen. Ja. Nochmal ausschütteln. Reparaturhülse. Don't forget to be faithful, it's true.
They remember whatever you do. Hold on so that you can swim. The sun is going down so brim. Ich leg dir mal ein Drittel, so dass ich die in den Boden einfalte, weil dann habe ich nicht so viel Nadelzeug und so weiter am Außenzelt und so dran, gerade wenn es nass ist. Gummiband um. Und jetzt kommt das Coole bei Exit, der Rollsack. Guckt euch das mal einen an hier. Legt den hier rein. Einklappen. Cooler Packsack für das rundherum, was dabei ist. Einmal hier der vordere Teil für die Stangen, Puls, Stangen mit dem Reißverschluss zu. Hier haben wir die Heringe im oberen Fach, Heringe auch mit dem Reißverschluss, und hier unten haben wir Reparaturmaterial, wie eben Silnylonkleber, noch eine Reparaturhülse. Ihr könnt das Ganze natürlich dadurch auch abspecken. Und hier ist noch eine Reserve, Spannleinen und so weiter. Das ist alles dabei. Und alles zusammen und kompakt. Jetzt versuche ich das hier gerade reinzufuddeln. Sogar ein zusätzlicher Reißverschlussschieber ist dabei. Und das Ganze ist gedacht, wenn ihr in extrem harten Wind unterwegs seid, könnt ihr das hier einfach abmachen, hier durchziehen. Ne? So, und habt das beim Aufbau am Mann. Könnt das Zelt aufbauen, könnt eben beigehen, hier, zack, ich brauche eine Stange, ich brauche einen Hering, einen Hering rausholen. Zack, rein im Boden. Und das ist sehr cool. Das sind die kleinen Expert-Gimmicks, die den Unterschied machen zu anderen Zeltherstellern. Dieser kleine Punkt an, ich habe mir was ausgedacht. Und das macht das Ganze hier sehr sympathisch. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.